Heute schauen wir uns an, wie einfach und schnell man Garmin Connect mit IC Trainer verbinden kann, sodass wir Trainingsergebnisse aus IC Trainer direkt halbautomatisch nach Garmin Connect hochladen können. Dafür gehen wir einfach nur in unser Profil am Anfang und wählen einmal hier als Plattform Garmin Connect aus. Wir können natürlich auch alle anderen Plattformen nutzen, aber jetzt geht es ja um Garmin Connect gerade. So, dann, wenn wir ein Training durchführen, wichtig ist, dass auch Trainingsergebnisse gesammelt werden, also nicht, wenn er testet und quasi nichts aufzeichnet und denkt, ihr könnt was hochladen, das geht nicht. So, jetzt haben wir ein bisschen was aufgezeichnet. Jetzt beenden wir ein Training und speichern das Ergebnis, das ist wichtig. In dem Moment werden wir gefragt, ob wir das Training nach Garmin Connect hochladen wollen. Wir können hier noch den Namen verändern und sagen jetzt einfach ja. So, jetzt bietet Garmin Connect uns leider keine Programmschnittstelle an, um die Daten hochzuladen. Dies haben sie nur für ihre eigene Software oder auch sehr ausgewählte andere Softwarepartner bisher freigeschaltet. Wir hoffen, dass es für uns auch irgendwann freigeschaltet wird. Macht Werbung für uns bei Garmin, dass sie es machen. Gerne. Deshalb geht jetzt hier nur der Browser auf, mit dem ihr an der Stelle dann das zu Garmin Connect hochladen könnt. Ich habe es bei mir so, ich bin immer bei Garmin Connect angemeldet im Browser, also muss nicht jedes Mal meine Anmeldedaten neu eintragen und deswegen komme ich direkt auf der richtigen Seite raus. Jetzt sage ich einfach nur durchsuchen und wähle dann in dem Ordner Downloads unter Windows das letzte Training aus und sage Daten importieren und das war's schon. Schon ist das Training hochgeladen, Import abgeschlossen, alles fein. So, können wir nochmal zumachen. Auf den anderen Betriebssystemen funktioniert es ähnlich. Es ist überall, wird immer angezeigt, in welchem Ordner ist das Ganze abgelegt. Bei iOS ist das in iCloud. Bei iOS ist noch ein Punkt wichtig, wenn die Datei ausgegraut ist und ihr sie nicht auswählen könnt. Wir empfehlen da dann eine kostenlose App zu installieren, Trainalyze, mit der funktioniert das dann. Das ist leider ein Fehler auf der Garmin-Webseite, den sie bisher noch nicht verstanden oder haben oder auch geändert haben. Dieselbe Datei wäre auf der Strava-Webseite, ist sie auswählbar. Also es ist definitiv ein Garmin-Fehler. Wir haben es ihnen schon mehrfach versucht zu erklären, aber es hat bisher leider nicht gefruchtet. Wenn ihr noch einen Hinweis, wenn ihr eine reale Strecke fahrt und ihr wollt, dann erwartet ihr eigentlich auch, dass das Höhenprofil hochgeladen wird zu Garmin Connect. Das passiert auch, aber nur dann, wenn ihr hier beim Start der Einheit dynamische Dauer auswählt, weil nur dann ist die Strecke ja wirklich real echt gefahren. Wenn ihr feste Dauer wählt, dann ist das ja so gefahren, wie die GPX-Aufzeichnung war und dann können wir kein Höhenprofil, kein echtes Höhenprofil hochladen, leider Gottes. Also dynamische Dauer heißt, es wird auch ein Höhenprofil hochgeladen. Es sieht aus wie eine Strecke, ihr könnt euch die Strecke angucken in der Karte und alles. Aber eben als virtuell gefahrene Strecke. Ja, so viel dazu. Ein Wermutstropfen noch, wir hätten ja auch gerne, dass wir die Trainingspläne von Garmin Connect runterladen können. Das ist auch leider eine Sache, die Garmin bisher nicht freischaltet für uns, weil das sehen sie nur für ihre eigenen Geräte vor bisher. Auch dafür kann man ja gerne Werbung machen bei ihnen oder mal nachfragen beim Support, weil im Endeffekt aus unserer Sicht der User, der Garmin-User, der ein Garmin-Gerät hat, soll er trotzdem sein Rollentraining durchführen können, wo er möchte. Dass er natürlich seine Einheit draußen dann auf dem Garmin-Radcomputer aufzeichnen könnte, ist vollkommen damit er das nach Garmin Connect bekommt, ist vollkommen nachvollziehbar. Aber eine Rolleneinheit ist einfach ein bisschen was anderes. Alles klar, das war's schon. Viel Spaß beim Training. Just train, no game.